Modelltest 2. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Diesmal wollten wir wissen, was Teenager in den Ferien tun. Wir sprachen mit jungen Leuten aus ganz Deutschland darüber. Hören Sie hier einige Äußerungen. Nummer 41. Ich fahre mit Freunden 3 Wochen lang zum Camp nach Österreich. Wir nehmen 2 Zelte mit, da passen 4 Personen rein. Dann campen wir direkt am See. Mein Freund Andreas und ich, wir wollen Wanderungen machen und uns die Natur ansehen. Die anderen 2 möchten eher schwimmen gehen. Manchmal unternehmen wir auch nichts und hängen einfach nur rum. Wir machen jedenfalls nur das, was uns Spaß macht. Nummer 42. In den Ferien? Da fahre ich mit meinen Eltern auf die Kanarischen Inseln. Das machen wir schon seit Jahren. Mir macht das viel Spaß, denn ich treffe immer nette Leute im Hotel. Mit denen verbringe ich die meiste Zeit. Ich sehe meine Eltern nur zum Frühstück. Das Hotel bietet für die jungen Leute ein volles Programm. Es wird nie langweilig. Nummer 43. Wir fahren in den Sommerferien immer nach Spanien. Dort haben wir ein Haus und die meisten unserer Verwandten leben in der Nähe. Totale Freizeit habe ich dort aber nicht. Ich muss immer etwas helfen. Entweder machen wir etwas im Haus oder ich muss bei Nachbarn helfen. Ich fahre eigentlich ganz gern nach Spanien, denn die Leute sind da viel herzlicher als in Deutschland. Das Wetter und das Essen sind auch viel besser. Nummer 44. Ja, also, ich fliege nach Amerika, um dort zu arbeiten. Na, und natürlich lerne ich so auch gleich Land und Leute kennen, denn ich war noch nie dort. Ich habe einen Job als Fußballtrainer in einem Sommercamp. Da zeige ich amerikanischen Kindern 4 Wochen lang, wie man Fußball spielt. Hier in Deutschland habe ich nämlich schon meine Trainerlizenz gemacht. Nummer 45. Erstmal bleibe ich zu Hause. Ich muss nämlich für die Schule lernen. Puh, meine Noten sind wirklich nicht berühmt. Aber langweilig ist es eigentlich nicht. Ich treffe nämlich die Leute aus meiner Clique, die nicht weggefahren sind. Wir gehen in die Stadt zum Bummeln oder auch ins Schwimmbad. In den letzten 2 Wochen der Ferien kann ich dann meistens mit meiner Schwester wegfahren. Dieses Jahr vielleicht nach Südfrankreich. Mal sehen.
Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Heute haben wir in unserem Magazin einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Die bekannte Modedesignerin Donatella Versace, zurzeit hier in München für eine Modenschau. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Donatella. Guten Tag. Donatella, Sie sind nicht nur eine der bekanntesten Modemacherinnen, sondern auch Ehefrau und Mutter. Außerdem sieht man Sie auf vielen Partys und Veranstaltungen. Wie schaffen Sie das bloß? Oh, ich bin einfach sehr diszipliniert. Wenn ich richtig überlege, bin ich sehr deutsch. Zum Glück brauche ich nur 4 bis 5 Stunden Schlaf, um fit zu sein. So stehe ich um 7 Uhr auf, gehe ins Fitnessstudio und frühstücke dann mit meinen Kindern. Danach fahre ich ins Büro. Aha. Und wie sieht ein normaler Arbeitstag dort aus? Also, erstmal werden Skizzen von den neuen Modellen gezeichnet. Dann müssen Stoffe und Farben ausgewählt werden. Das sind hauptsächlich meine Aufgaben. Und dann geht's ans Nähen. Das mache ich natürlich nicht selbst. Na, und das Ergebnis sehen Sie ja dann in den Geschäften. Woher nehmen Sie denn eigentlich immer wieder neue Ideen? Vieles stammt aus der Musikszene oder aus Filmen. Aber ich reise auch viel in die Weltstädte, London und New York zum Beispiel, und suche dort nach neuen Trends auf der Straße. Donatella, Sie haben eigentlich alles. Erfolg, Reichtum, Freunde, Familie. Bleiben da noch Wünsche offen? Erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich sehr dankbar für alles, was ich habe. Aber ich arbeite auch hart dafür. Keiner hat mir etwas geschenkt. Viele Menschen sehen nur die Modeschauen, die Partys und den Spaß, aber nicht den Stress. Was für Stress? Nun, alle 6 Monate finden Modeschauen statt. Das ist immer ein Gefühl wie früher in der Schule, als man vom Lehrer abgefragt wurde oder einen Test schreiben musste. Immer wieder prüfen die Zuschauer unsere Arbeit und man muss jedes Mal etwas Neues zeigen und sich auch fragen, ist das wirklich gut genug? Wo haben Sie denn gelernt, sich selbst gegenüber so kritisch zu sein? Also eigentlich ist meine Mutter dafür verantwortlich. Sie war eine sehr strenge Frau. Sie war selbst berufstätig und sagte mir immer wieder, dass ich lernen muss, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Sie sagte auch, dass ich erst die Schule beenden und einen Job finden sollte, bevor ich heirate. Sie haben ja 2 Kinder. Erziehen Sie die auch so? Ich versuche Ihnen beizubringen, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist. Außerdem sollen Sie gute Manieren lernen und nicht denken, dass Sie etwas Besonderes sind. Wirklich, ich versuche Ihnen ein ganz normales Leben zu bieten. Und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Stört es Ihren Ehemann nicht, wenn Sie dauernd unterwegs sind? Ständig Partys, ständig attraktive Männer? Nein, gar nicht. Oft kommt er mit. Wenn ich allein ausgehe, macht ihm das nichts aus. Wir sind glücklich verheiratet und haben volles Vertrauen zueinander. Und es ist doch ganz klar, dass er nicht immer Lust hat, mich auf allen Reisen oder Modenschau zu begleiten. Na, dann wünschen wir Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, Donatella, und bedanken uns für das Interview. Ja, danke. Tschüss. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hörverstehen Teil 3.
Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte 2-mal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören im Kaufhaus folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. In der Sportabteilung wurde eine schwarze Damentasche gefunden. Die Tasche ist an der Kasse im Erdgeschoss bei Frau Schmitz abzuholen. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Auf einem Schweizer Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Der Nahverkehrsschnellzug von Zürich nach Bern steht auf Gleis 4. Planmäßige Abfahrt 19.50 Uhr. Die Reisenden werden gebeten, einzusteigen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Auf einem Schweizer Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Der Nahverkehrsschnellzug von Zürich nach Bern steht auf Gleis 4. Planmäßige Abfahrt 19.50 Uhr. Die Reisenden werden gebeten, einzusteigen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Beim Einkaufen im Kaufhaus Nordstadt hören Sie folgende Durchsage. In unserer Sportabteilung gibt es heute Sonderangebote für wunderbare Wandertage. Wanderrucksäcke Walklight 35, Volumen ca. 35 Liter, von 59 Euro jetzt herabgesetzt auf 35 Euro. Herrenwanderschuhe Mittenwald, Größe 8 bis 12, von 139 Euro herabgesetzt auf 89 Euro. Schlafsäcke Campstar, Länge 2,30 Meter, Breite 85 cm, Gewicht 1700 Gramm, nur noch 23 Euro statt 38. Kommen Sie in die Sportabteilung im dritten Stock. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Beim Einkaufen im Kaufhaus Nordstadt hören Sie folgende Durchsage. In unserer Sportabteilung gibt es heute Sonderangebote für wunderbare Wandertage. Wanderrucksäcke Walklight 35, Volumen ca. 35 Liter, von 59 Euro jetzt herabgesetzt auf 35 Euro. Herrenwanderschuhe Mittenwald, Größe 8 bis 12, von 139 Euro herabgesetzt auf 89 Euro. Schlafsäcke Campstar, Länge 2,30 Meter, Breite 85 cm, Gewicht 1700 Gramm, nur noch 23 Euro statt 38. Kommen Sie in die Sportabteilung im dritten Stock.
Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören im Radio den Veranstaltungskalender für das Wochenende. Hoffen wir auf gutes Wetter, denn am Wochenende locken zahlreiche Wanderveranstaltungen. In Weichring wird am 15.05. Start 12 Uhr und am 16.05. Start 16 Uhr 10 bis 20 Kilometer gewandert. Außerdem gibt es eine 26 Kilometer lange Radwanderstrecke. Gestartet wird jeweils in der Nähe des Sportgeländes SV Weichering. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören im Radio den Veranstaltungskalender für das Wochenende. Hoffen wir auf gutes Wetter, denn am Wochenende locken zahlreiche Wanderveranstaltungen. In Weichring wird am 15.05. Start 12 Uhr und am 16.05. Start 16 Uhr 10 bis 20 Kilometer gewandert. Außerdem gibt es eine 26 Kilometer lange Radwanderstrecke. Gestartet wird jeweils in der Nähe des Sportgeländes SV Weichering. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Sie möchten gern ins Kino gehen und rufen bei der Programmdurchsage im Roxy-Kino an. Unser Programm in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Lola rennt. Vorstellungen täglich 17.15 Uhr, 19.45 Uhr, 22 Uhr, Saal 3. Auf die stürmische Art. Täglich 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20.15 Uhr, 23 Uhr, sonntags auch 11.30 Uhr, Saal 7. Ein wahres Verbrechen. 20 Uhr, 22.45 Uhr, täglich außer Donnerstags, Saal 1. Marrakesch, 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr, freitags und samstags auch 22.30 Uhr, Saal 4. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie möchten gern ins Kino gehen und rufen bei der Programmdurchsage im Roxy-Kino an. Unser Programm in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Lola rennt. Vorstellungen täglich 17.15 Uhr, 19.45 Uhr, 22 Uhr, Saal 3. Auf die stürmische Art. Täglich 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20.15 Uhr, 23 Uhr, sonntags auch 11.30 Uhr, Saal 7. Ein wahres Verbrechen. 20 Uhr, 22.45 Uhr, täglich außer Donnerstags, Saal 1. Marrakesch, 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr, freitags und samstags auch 22.30 Uhr, Saal 4.